Synology Photos kommt mit einer brandneuen Mobile-App. Im Folgenden zeige ich dir, wie schnell und einfach du deine Smartphone-Fotos auf deiner Diskstation ablegen kannst und welche coolen Features die App noch für dich bereithält. Um Fotos einzeln zu sichern, brauchst du nur einen einzigen Schritt. Du klickst auf Hochladen und wählst die richtigen Fotos aus. Mit der automatischen Sicherung stellst du zusätzlich sicher, dass dir kein einziges Foto abhanden kommen kann. In nur wenigen Schritten richtest du die automatisierte Sicherung deiner gesamten Handy-Fotogalerie ein. Mit anpassbaren Optionen kannst du deine Foto-Backups flexibel verwalten. Beispielsweise kannst du die Sicherung nur im WLAN ausführen lassen und auch festlegen, welche Fotos gesichert werden, wie mit doppelten Dateien verfahren werden soll und wohin genau gesichert wird. Der Upload an sich ist so schnell wie noch nie zuvor. Du kannst beim Hochladen aktivieren, dass die Miniaturansichten direkt auf dem Smartphone generiert werden, was die Sicherung bis zu 100 Mal schneller macht. Egal ob unterwegs oder zu Hause, du kannst jederzeit deine Erinnerungen durchstöbern und die schönen Ereignisse, die du festgehalten hast, wiederfinden. Standardmäßig werden deine Fotos chronologisch organisiert. Wenn du deine Bilder lieber über verschiedene Ordnerstrukturen verwalten und in einer traditionellen Ansicht haben möchtest, wechsle einfach zwischen der Zeitleiste und der Ordneransicht. Aber Synology Photos bietet so viel mehr als das Hochladen und Durchsuchen deiner Fotos. Es ermöglicht dir, Erinnerungen immer wieder aufleben zu lassen, indem zum Beispiel automatische Alben mit Rückblicken erstellt werden. Diese können auf Orten basieren, die du besucht hast, auf deinen Freunden und geliebten Menschen, die von der lokalen KI erkannt wurden, oder auf Tags, die du dir selbst ausgedacht hast. Generell kannst du auch deine eigenen Alben erstellen. Nehmen wir an, du möchtest ein Familienalbum erstellen. Durch die Einstellung bestimmter Bedingungen kann Synology Photos alle Bilder mit den erkannten Familienmitgliedern in ein Album zusammenfügen. Kommen in Zukunft Bilder der Personen zu deiner Galerie hinzu, wird auch das Album automatisch um diese Fotos ergänzt. In wenigen Sekunden hast du das kürzlich erstellte Familienalbum mit einem oder mehrerer deiner Verwandten geteilt. Wenn diese kein Konto auf der Synology haben, kein Problem. Sende ihnen einfach den passenden Freigabelink zu und schon kann es losgehen. Neben der Verwendung in der Familie und im Freundeskreis kommt auch der professionelle Einsatz nicht zu kurz. Für privatere Projekte kannst du zum Beispiel einen Ordner mit einem Kunden teilen. Der Link wird auf öffentlich gestellt, mit der Berechtigung, die Bilder zu sehen. Zusätzlich wird ein Passwort konfiguriert, um sicherzustellen, dass die Inhalte geschützt sind, egal ob sie intern oder extern geteilt werden. Hier siehst du den Kunden nun den Freigabelink öffnen. Nach Eingabe des Passworts ist die Person dann in der Lage, die Bilder zu sehen und Feedback zu geben. Ebenfalls praktisch für alle Synology Photos Nutzer: Mit den Synology Photo Suchfiltern kannst du ganz einfach die Bilder finden, nach denen du suchst. Das funktioniert auf Basis von Gesichtserkennung, Standort oder Aufnahmejahr und es sind auch Verkettungen dieser Kriterien möglich. Zum Beispiel kannst du die Fotos finden, die du mit deiner besten Freundin auf einer Reise mit einer ganzen Gruppe gemacht hast. Auch für professionelle Anwendungsfälle ist diese Funktion großartig. Die Galerie und die Ordner können basierend auf den Metadaten wie Verschluss, Objektive und Blende gefiltert werden. So kann die Wirkung verschiedener Kameraeinstellungen verglichen und schnell die beste Aufnahme gefunden werden.